Servus Leute und willkommen zurück zu Shoppe Keep. So, wir wollen in die Base Building Phase. Das ist, naja, okay. Jetzt muss ich zwar nachher das ganze Zeug aufheben und ich hoffe, es lässt sich halbwegs aufheben. Ja, genau, den Bug hat es noch ganz am Anfang gegeben. So, perfekt. So, dann brauchen wir. Wir haben gesagt, wir brauchen 8 Ständer, oder? 8 Stück. Die kosten eh fast gar nichts. Das ist, wenn ich dann immer einen, zwei, eins, zwei. Wie viel haben wir denn jetzt? Ah, sind 6, oder? Warte mal, 2, 4, 6, 8. Das wären schon 8. Ja, dann stellen wir halt 10 auf. Dann haben wir auf jeden Fall genug. So, perfekt. So, dann tun wir imprinten. Gleich einmal das erste sind die Magier. Ah, 2 Stück natürlich. Ganz vergessen. Das nächste sind die Helme von Plattenrüstungen. Das nächste sind die Leder. Boah, das ist mit der Schrift, muss ich ehrlich sagen, mit der Schrift da auch noch. Ganz schön kompliziert dadurch das. So, dann haben wir da 2, dann haben wir da noch 1, 2. Okay, jetzt habe ich es komplett irgendwo falsch. Ich sehe es gerade. So, muss ich nochmal anfangen. Mir fehlt nämlich noch da ein Ständer. Jetzt sind wir wieder gerade. So, wir haben angefangen mit denen. Dann die. So, dann haben wir nämlich da nämlich schon die. Dann haben wir da nämlich schon die. Und das war's dann einmal. Dann würde ich sagen, machen wir noch jeweils einen von denen da. Mir gefällt das da sowieso noch nicht so ganz. Das muss ich ehrlich sagen. Aber besser als gar nichts. So. 5000 brauchen wir gleich für die Bestellung circa, haben wir im letzten Part noch gesagt. Und ich würde sagen, dann geht's gleich mal wieder los. Den einen scheiß Belt werde ich wem anderen. So. Irgendeinen verdammten Krieger, der soll so einen scheiß Belt kaufen. Der wird's nicht haben wollen. Na, das habe ich mir fast gedacht. Der Mage will das natürlich nicht. Wir brauchen einen Warrior. Kommt da schon einer? Ah, geht vielleicht. Na, das ist auch ein Mage. Mage. Da hinten. Schauen wir mal, das könnte einer sein. Ich weiß nicht, ob es die haben wollen. Ich glaube fast nicht. Na. Wir brauchen unbedingt einen verdammten Warrior. Ich will unbedingt einen neuen Quest nämlich annehmen. Wir brauchen nämlich die Punkte. Das ist der Mage noch. Da hinten geht ein neuer. Jungs, ich will euch was verkaufen. Ein Warrior, genau. Perfekt. So. Nächstes annehmen. Quests natürlich. Da, nein. Oh ja, Quests da. So, wir werden. Ich glaube, Mana-Tränke gehen gerade zur Zeit extrem gut. Mana-Tränke ist so ein Item, was gerade meiner Meinung nach immer wieder ganz gut geht. Ob man eigentlich auch immer wieder annehmen kann. So, der hat das da gesetzt. Er ist klar, jetzt erstmal hinten mal gesetzt, weil er, glaube ich, setzt es am weitesten weg. Was? 25. 250.000 kostet die Erweiterung für da hinten? Bist du wahnsinnig? 100. Oh mein Gott. Haben sie das teurer gemacht? Da. Das sind ja auch 100.000. Und nicht mehr 10.000. Ah, Blödsinn, na, sind die 10.000. Jetzt war ich komplett. Jetzt war ich gerade komplett im Eck. Hereinspaziert, kaufen Sie die Waren. Wir haben alles lagernd. Und hier immer wieder ein bisschen Schmutz. Ich glaube, da werden wir den Teppich noch ein bisschen größer machen im Eingangsbereich. Dann ersparen wir uns wirklich das Zusammenkehren. So, wir könnten aber ganz kurz mal da hineinschauen.
Ich will probieren, ob man die Goblins Ohrs auch braten kann. Na. Keine Ahnung, was man mit denen machen soll. Zwar ein Mana-Trank wurde schon verkauft. Die rote Bitte wurde auch verkauft, die eine. Halt, der fühlt wirklich wie. Ich glaube, ab zwei Items fliegt er. Weil das so ausschaut, weil das war jetzt die ganze Zeit schon leer. Und ab zwei Items dürfte er nachher anfangen ins Fliegen. So, der hat einen Lederpanzer gekauft, das ist gut so. 5021. Ich weiß gar nicht, ob mir die Kunden noch irgendwas am Boden werfen, weil ich glaube, ich habe gar nicht so hohe Preise. Ich könnte die Preise, glaube ich, erhöhen noch. Was ist das? Das ist ein Gold. Ein goldener Plattenhelm. Oh mein Gott, wie geil ist denn das? Was für Dinge finde ich da jetzt? Ein Buckelschild. So, 150 natürlich alles. Den auch auf 100. Bist du wahnsinnig? Da haben wir einen Profit. Den könnte ich fast teurer verkaufen, wahrscheinlich. Und da haben wir noch einmal ein Two-Hander Broadsword. Perfekt. So. Haben wir da Platz irgendwo für sowas? Nein. Für das Schild auch nicht wirklich, aber die kommt jetzt einmal daher. Bist du ein. Na, du bist ein Mage. Achso, ja, und wenn ich es jetzt direkt verkaufe, kriege ich ja nur 10% mehr oder so irgendwas. Weil ich ja noch kein Upgrade gekauft habe, so einen richtigen. Wir werden einmal das eine Buckelschild daherlegen. Dann haben wir zwei Broadswords noch bei mir im Inventar. Das ist, glaube ich, sinnvoller. So, jetzt gilt es wieder ein bisschen warten. Ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen, wir sind da gerade so in einer Phase im Spiel. Sind wir nicht, sehe ich gerade. Nämlich, wir haben ja 191 Punkte und deswegen Planting Unlock. Perfekt. Und um 91, was kaufen sich dann noch? Ich überlege gerade. Ich glaube, ich werde jetzt die Einser zuerst einmal freischalten. Halt den, Rook, den Schurken und den Druiden. So. Unser Garten. Und ich habe vorher noch gesehen, wir haben hier noch Seeds von Mushrooms. Der Landwirtschaftssimulator in diesem Spiel. Bist du wahnsinnig, die wachsen aber, halt man sieht, das kann man richtig zusehen beim Wachsen. Was ich noch weiß, das kann ich jetzt schon mal zuvor absagen. Es ist so, man darf das nicht zu lange wachsen lassen, weil sonst das wird kaputt. Halt, es ist nicht nur so, sozusagen es verdörrt, wie man so schön im LS sagt. Und das ist auch cool, halt man hat da wirklich jetzt auch was Aktives zu tun noch zusätzlich im Garten. Ab einer gewissen Größe kann man den abernten. Noch nicht, ein bisschen wird es noch dauern. Was wir jetzt aber machen müssen ist, auf jeden Fall nach unser Regalsystem ein bisschen erweitern. Nur ich weiß noch nicht wie. Ich weiß wirklich noch nicht wie, weil ich das jetzt ziemlich dämlich gemacht habe. Weil ich will dann nicht noch eine zweite Reihe, der Platz soll da bleiben, der große Gang soll frei bleiben. Da haben wir ja gesagt, kommen ja eh überall noch die Roboter hin, die verschiedenen. So, wir werden einmal ganz... da sind jetzt einige Sachen dazugekommen durchs Planting. So, schauen wir aber ganz kurz das hintere. Mushroom. So, wir werden den einmal für 150 auch irgendwo hinstellen. Ich hoffe, wir haben irgendwo Platz. Der kommt derweil da in das Regal hinein. So, perfekt. So, schauen wir mal in das Inventar. Wir kaufen gleich mal ein, würde ich sagen, 10 Mushroom Seeds, 10 Beet Seeds, 10 Wheat Seeds. Dann haben wir da Coconut Drinks. Ja, das sind die neuen Sachen. Würde ich sagen, place mal der Order. Und dann werden wir mal ein bisschen Landwirtschaft spielen und ein bisschen was gärtnern. So, ich will das scheiß zwei Schwerter wegbekommen. Das gibt's ja nicht. Weil ich will mal ein bisschen was auf Vorrat jetzt sozusagen ankaufen.
wie soll ich das jetzt sagen? Okay, warte mal. Wir haben da zwei Bestellungen. Ups, okay, wir haben da ja noch mal vorher schon eine gemacht. Ich hau mal die ganzen Waffen auch da hinein. So. Nochmal kurz reinschauen. Zack, passt, perfekt. Ich hoffe, es kommt kein Dieb. Und dann legen wir los. Na, das ist ein bisschen... Manchmal weiß ich nicht. Manchmal will das nicht so. Zumindest das Platzieren will nicht immer so. Man muss wirklich genau drauf bleiben und dann darf man die Maus nicht mehr bewegen. So, dann haben wir Weed. Bin gespannt, was wir mit den Coconut Wings machen können. Wahrscheinlich genauso wie die mit den Steaks, genau gar nichts, weil es keiner kaufen will. Die sind wirklich nur zum Verkaufen. Steaks hat auch noch keiner gekauft. Die müssten ja schon vergammelt sein, schon langsam. Aber sie dampfen noch. So, ist da eh keiner davon gelaufen, den wir noch sehen? Na. So, ganz wichtig, jetzt müssen wir unbedingt... Oh, es ist schon alles fertig. Das ist cool, ernten geht natürlich dann extrem schnell. Fast einfach mit der Maus drüber, bleibst auf der Taste drauf. Na, das ist noch nicht fertig. Perfekt. Wir haben aber keinen Platz für das Zeug, deswegen wird das dabei eingelagert. Da brauchen wir Regale dafür. Na, jetzt geht's wieder nicht. So. 13 haben wir schon verkauft, das ist gut. 96 Punkte hätte man auch damals gesagt, gehen wir zuerst auf den zweiten, das ist auch ganz klar. Dann würde ich sagen, eine kleine Bestellung. Nämlich, was brauchen wir unbedingt? Wir brauchen, kaufen wir gleich 10 Helme, 10. So. Überall, wo wir so unter 10 haben. Mushroom-Seeds kaufen wir dabei nicht. Das Schwert und so weiter kaufen wir auch noch nicht so viel. Ja, wir haben relativ viel auf Lager, so wie ich sehe. Halt, wir haben da jetzt relativ relaxed zum Arbeiten gerade. Weil unser Bot eigentlich alles machen muss. Bei den Wooden Shields können wir noch welche dazu kaufen. Das läuft einfach. Das läuft und läuft und läuft. Wir haben da wirklich gerade relaxed zu tun. Wie viel braucht man denn für ein 6100? Das bedeutet, wie machen wir das jetzt mit den Regalen im nächsten Part? Wir brauchen mindestens 3 Regale. Entweder ich stelle vorübergehend hier 3 auf die Wand. Weil ich werde mir das nicht leisten können da. Weil cool wäre es natürlich, wenn ich das mal leisten könnte und könnte ich gleich da wahrscheinlich gerade weiter. Ich weiß nicht genau, wie der Raum ausschaut. Aber ich glaube wahrscheinlich wird die gerade so durchgehen wie da auf der Seite hier. Vermute ich. Wäre natürlich am interessantesten. So, 5 Tränke noch kaufen. Und dann müssen wir laufend auf dem laufenden Mann fast wahrscheinlich ansehen. Das ganze Zeug. Weil mit dem verdienen wir, glaube ich, schon ganz gut Geld. Beziehungsweise, es kostet nicht viel. Halt nicht viel, ist auch gut gesagt. Und wir brauchen halt... Ja, man kann das einmal einlagern in den Roboter, so wie wir es halt da auch gemacht haben. Wir haben da jetzt so viel Zeug schon drinnen. Der arbeitet das Ganze ab, wenn es leer wird. Die Schwerter, halt die Waffen sind noch nicht eingestellt. Und die Coconuts, sonst sind eigentlich alles Zeug eingestellt. Halt läuft das auch ganz gut. So, Bestellung aufgeben. Wie viele Punkte haben wir? 97. Hey, 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 Junge. Ich will keinen anderen erwischen. Renn weiter, renn weiter, renn Reihe. Komm um. So. Wegen einem verdammten Handschuh hast du wirklich was in Stehlen begonnen. Du bist auch ein Heinzi. Du bist so ein Heinzi. So. So, Bestellung ist da, habe ich gerade mitbekommen. Stimmt, das waren die ganzen Hüte jetzt.
So, perfekt. Bin gespannt, was wir da vielleicht noch machen können, weil das ist ja riesig eigentlich. Vielleicht können wir da noch ein paar Beete noch. Und das ist auch cool mit dem Wassergraben da. Das ist cool. Jumping is not making no jumping. Cool. So. Hey, schon wieder ein neuer Helm. Ein Mage Hood. Kann man gleich mal auf 150 rauf. Bist du wahnsinnig. Sold for 500. Das ist ordentlich Kohle, was wir da rausbekommen. Und es geht alles weg, wie die warmen Semmeln. Das muss man sagen. Wie die Leberkassemmeln beim Radarz. Die kannst du auch am laufenden Band kaufen dort wahrscheinlich. Teilweise, wenn du in das Geschäft hingehst, in das große. Haben sie schon vorbereitet. Ah, warte mal. So, da haben wir eh noch nicht so viele, da hängen wir die auf. Derweil dazu. Das schaut halt wirklich cool aus, wenn das alles schön voll ist. Das muss man schon sagen. Wir werden unseren neuen Roboter einen zweiten kaufen. Dass ich einen auf einstellen kann. Auf Verteidigung. Ich glaube, das ist ganz wichtig, schön langsam. Ich will nicht wissen, wie viel uns schon gestohlen wurde, was wir nicht mitbekommen haben, so richtig. So. Eigentlich schaut alles dabei sonst so ganz halbwegs ganz gut aus. Ja, okay, das ist jetzt nur der Roboter, der ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, dass ich den geholt hätte. 99 Punkte, 120 brauchen wir, wie viel haben wir da noch? 3 Stück. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon noch was auf Vorrat kaufen soll. Kaufen wir da noch einmal. Achso, warte mal, wir haben ja gesagt, wir kaufen vielleicht den nächsten Raum. Dann gebe ich jetzt mal nichts in Auftrag. Wenn wir den nächsten Raum kaufen, brauchen wir auf jeden Fall Kohle für... Zum... Was war das jetzt? Neues Level. Das könnte doch sein, dass ich genug Skillpunkte habe, genau. So, Druide Level 1. Vermutlich sind da auch wieder Gegenstände dazukommen. Schauen wir mal. Die da. Und die Lederbands und die Lederschultern. Ich glaube, Lederschultern haben wir noch. Ich glaube, da hat gerade was gestohlen. Nein, der hat nicht gestohlen, es ist noch ausgelaufen. Das will ich mir aber in dem Part noch anschauen. Wir haben jetzt zwar so viel Geld wieder ausgeben. So, bevor wir zumachen, noch kurz eine Mistkübeltour. Dann schauen wir uns noch ganz kurz das an mit den Lederschultern, ob ich die schon irgendwo positioniert habe. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich weiß, dass ich die Lederhosen schon positioniert habe, aber Lederschultern? Ups, warte mal. So wollte ich rüber. Jetzt hat es da gerade durch das Speichern einen kleinen Leck gegeben. So. Schauen wir ganz kurz hinten hinein. Bin mir nicht sicher. Zack. Ich weiß, die Hüte habe ich auf jeden Fall. Halt, die kann ich rübergeben und die kann ich auch rübergeben. So. F. Aber die Schultern. Gloves. Nein, weil ich hab Stiefel. Aber noch keine Schultern. Scheiße, jetzt fehlt mir da ein Tisch für die Schultern. Was mache ich denn da jetzt? Das ist idiotisch jetzt gerade. Wir müssen uns da was überlegen. Weil das Ledereck ist ja eigentlich da. Wir können aber hier keinen Tisch, glaube ich, mehr herstellen. Das schauen wir sich jetzt noch ganz kurz in dem Bad an. Beziehungsweise schaut auch dämlich aus, wenn man da einen hinstellen könnte. Na, geht sowieso nicht. Auch da wäre es idiotisch. Halt idiotisch nicht, weil dann hätte man da davor einen stehen. Aber das geht auch nicht, oder? Kann man den in die andere Richtung vielleicht? Na. Das haut nicht hin. Schade. Und auch da so ganz knapp daher geht nichts. Wir müssen uns da was überlegen für die Schultern. Ich weiß noch nicht was ganz genau. Man kann nämlich, glaube ich, das Zeug auch teilweise in... Schauen wir ganz genau... Na,
Na, die kann man nicht dahin. Bleib stehen, bleib dort auf dem Platz. Ja, wir müssen da unbedingt noch erweitern halt. Wir brauchen noch einen Raum mit so Tischen, glaube ich. Und ich würde sagen, das Ganze werden wir sich dann in den nächsten Parts anschauen. Ich hoffe, ich habe jetzt noch genug Kohle für einen Sockel für den nächsten Part, dass wir unseren Roboter einstellen können, für unseren Verteidigungsroboter. Und wir sehen uns dann im nächsten Part bei ShopKeep wieder. Bis dann, tschüss!